So, ja, wir starten jetzt durch. Jetzt geht's nach Reil. Gerade in der Pizzabude Schluss gemacht. Hier ist der neue Homie am Start. Der kommt jetzt erstmal mit und tut sich den Stress an hier. Weil wir haben jetzt 0.38 Uhr und fahren jetzt aus Dortmund los. Und sind so circa, ich sag mal, mit dem Hänger in 3 Stunden da. Und ja, dann kriegt der Andres den Arsch voll. Genau. Wir haben jetzt 4.07 Uhr und suchen uns jetzt einen Platz im Fahrerlager. Wir werden dann das Zelt aufbauen und werden dann um 7 Uhr wieder am Start sein. Guten Morgen aus Reil, hier, das ist schon das richtige Fahrzeug, was du für eine Crossstrecke brauchst, guck mal, schön den Porsche. Ja, wir sind gerade wach geworden, nach 2 Stunden Schlaf, ein bisschen müde noch, vielleicht sieht man das nochmal auf. Wir haben hier, Andres ist im Hintergrund, hier ist unsere Übernachtungsmöglichkeit hier, warte, ich zeige euch das mal. So eine schöne Roomtour. Ja, dann gibt es mal eine Roomtour, das ist mein Etablissement. Hochwertig für 19,90 Euro aus dem Poco. Richtige Bumshülle. Ja, wasserdicht ist nicht die Frage. Ja, da ist er. Der Andres, mein Erzfeind. Er nächtigt natürlich in einem Mobile Home. Wie ist dem, boah, zeig das nicht. Wie, das ist dem, peinlich. Wie es dem Moto X Store Team standardmäßig bekannt ist. Ja, ja, und unser, natürlich unsere Suite. Wir sind erste Reihe. Das haben wir uns gegönnt, natürlich hier. Hier sind die Zelte. Und hier ist direkt die Strecke. Also wir haben hier so mit den First Place der Côte d'Azur, würde ich mal sagen, in Reil. Ja, ist noch leicht nebelig. Wenn ihr seht, vielleicht liegt es auch daran, dass wir noch so übertrieben müde sind und dass uns noch so neblig vorkommt. Ja, dann werden wir jetzt mal zur technischen Abnahme gehen. Das Moped vorbereiten. Das Moped ist ja kaputt gewesen und wir haben das repariert jetzt. Also der Motor hatte ja einen Defekt, jetzt haben wir das repariert. Und normalerweise, als normaler Mensch, macht man einen Probelauf vorher und guckt, ob das Moped überhaupt funktioniert. Aber das haben wir natürlich nicht gemacht, das wäre natürlich nicht unsere Art. Also haben wir uns ins Auto gesetzt, sind jetzt 4 Stunden gefahren, um direkt beim Rennen das Moped zu testen. Das habe ich vorhin schon gesehen beim Antreten, dass schon Öl aus dem Motor kam. Also wir hoffen mal, dass alles funktioniert. Alles klar, bis später. Ciao. Sag mal kurz, was ist das, was du da in der Hand hast? Das ist hier ein Transponder, der nimmt die Zeiten an der Strecke, weil in der Strecke ist an der Startgeraden ist so eine Zeitschleife und mit dem Transponder wirst du immer gezählt, wenn du drüber fährst. Und dadurch können die halt die Fahrer, also können sie sehen, welcher Fahrer auf welcher Position ist und wer welche Zeit fährt. Und danach wird halt alles eingeteilt. Ne? Und das machst du dann einfach an der Seite beim Motorrad? Genau, der kommt hier dran, der hat so einen Halter. Dann wird er so dahinter gedreht, dass er auch nicht irgendwie abreißt oder so. Ja, und dann funktioniert das halt. Ne? So, alle sind jetzt schon fertig, wir sind wieder auf dem letzten Drücker. Aber der Andres hat mir ein neues Jersey fertig gemacht. Mhm. Da sitzt der Verdächtige.
Wir brauchen mal ein neues Jersey. Ja, das habe ich vorne in der Kiste liegen. Aber ja, du bist doch noch gar nicht so weit, um dein Jersey überhaupt anzuziehen. Ja klar. Das sind die neuen Alpine Stars. Das sind die neuen Alpine Stars Tech 12. Was trinkst du da überhaupt? Das ist hier Leitungswasser. Das spült doch deinen Körper. Ja. Das kann doch nicht sein. Also Leute, hier, kauft euch vernünftige Knieorthesen. Die sind zwar, kosten ein bisschen Kohle, aber neue Knie sind viel teurer. Ja. In Wirklichkeit hat er das. In Wirklichkeit hat er diese Dinger, weil er nicht die Kraft hat, sich selber auf dem Moped zu halten. Und das stabilisiert dann seine Beine, weil er so schwach ist. Also das mag vielleicht stimmen, aber für einen Pasta reicht das alle Male. Wie schmeckt das Wasser? So. Ja, das Wasser ist okay. Stilles Wasser. Ich mag zwar gar kein Wasser, aber ich trinke das, weil das soll gesund sein. Und das gleicht den Energy-Anteil aus. Also unter 11 Gramm auf 100 Milliliter Zucker trinkst du ja gar keine Flüssigkeiten eigentlich, ne? Nee, eigentlich nicht. Also 45 Kalorien auf 100 Milliliter müssen eigentlich sein. Vor allen Dingen, er ist total entspannt, zieht sich jetzt an. Wir fahren so gleiches Training, ne? Ich habe noch gar nichts an, weil ich mein Jersey noch nicht habe, mein neues. Und er ist hier schön entspannt. Zieht dir gemütlich seine Pantoffeln an und so. Du kannst doch einfach mal wie normale Menschen einfach mal pünktlich zum Rennen kommen. Was hältst du mal davon? Sei doch erstmal froh, dass mein Motorrad nicht höher ist. Das haben wir gerade erstmal festgestellt. Was war das? Das hat nicht geölt. Der hat vorhin noch geölt. Ich hab den gestern angetreten, da lief sowas Öl und raus. Ja. Aber. Was willst du machen? Ich hab's extra jetzt nicht so gestellt, dass ich sehe, wenn es tropft. Dass ich ein gutes Gewissen habe. Weißt du? Ich fahre jetzt gleich. Ja, einfach fahren und, genau, und dann gucke ich gleich erstmal auf den Ölstand. Oh, es geht los. Jetzt machen wir dieses BAM, was abgeht. Das forste ich jetzt erstmal an. Jetzt kommt erstmal. Damn. Warte. Wir machen so werden die Insta-Stories gemacht. Super. So Leute, das ist die Rückansicht. Mal da, mit Sponsor. Und das ist die Vorderansicht. Wobei ich gar kein Sponsor bin, weil Pasta bestellt immer bei 24MX, der Idiot. Yeah. Oh, Frankie ist ganz stolz. Dreh dich mal um, zeig auch von hinten. Mega geil. Strecke haben sie vorhin gewässert, alle dachten, der herbe rutschig, aber ist eigentlich perfekter Boden. So, du hast zwei, drei Stellen, ist rutschig, aber du hast geil griffigen Boden, schön lehmig auf jeden Fall. Ja, ich habe extra den MX33 draufgezogen für den Pasta und das hat sich richtig ausgezahlt bis jetzt. Also erst beim Zeittraining ein bisschen schneller gewesen, ich weiß nicht, du bist jetzt glaube ich 9. Ja. Nicht 12. Wir sind eine Sekunde auseinander. Ja, und ich fahre einen Reifen, der fährt schon seit, ich glaube, seit 2 Jahren auf dem Moped. Aber das ist auch einfach deine Lieblingsstrecke hier. Du bist ja so krank hier. Ja, weil du hast hier geile Sachen. Du hast so einen mega Step-Up. Und da kannst du wirklich, also den setzen nicht viele, aber wenn du den im Rennen setzt, das macht schon bestimmt für euch, ich glaube mal, 2 Sekunden aus oder sowas. Das Ding, weil der halt sehr schnell ist, ne? Ja. Ja, sehen wir mal gleich, was der Start bringt. Also ich gucke, dass ich am Start gleich vor Pasta bin, dass ich ein bisschen Vorsprung habe und der sich dann langsam ranarbeiten kann für die spannenden Fights. Ja, das so wird es glaube ich auch ablaufen, weil Start bin ich immer auf safe. Weil da habe ich keinen Bock, dass ich irgendeinen herben Abflug mache. Weil wenn ich gut starte, bin ich meistens übermotiviert und bin ich meistens auf Fresse geflogen. Und deshalb mache ich schön locker und dann versuche ich den Andres von hinten zu kriegen. Und dann fahre ich ihn um. Deshalb, es gibt keine Gnade hier. Reile ist ohne Gnade. Ich stand, glaube ich, auch am Ortseingangsschild, ohne Gnade. Ich
Ich brech mir lieber den Arm und steck meinen Arm bei dir in die Speichen, nur damit du nicht überholst. Alles oder nichts. Genau. Also das war, ihr werdet das auf der GoPro sehen. Wir haben das, Andres hat eine GoPro mit dabei. Boah, es war bis zur drittletzten Runde oder so, haben wir uns gebettelt, ne? Es kommt nur von einer guten Pizza. Du bist verdammt gut am Start weggekommen, ne? Boah, das war echt. Und du bist wieder ein bisschen hinten und hast in der Kurve. Ja, ja. Und hast in der Kurve wieder rausgeholt, ne? Ja. Ja, ich hab dann gesehen, ich sah die 134. Andres da vorne. Und dann ist das ja, was ich gesagt habe. Der muss vor mir sein, dass dieser Knoten platzt. Dann machst du nämlich Sachen, die du normal nicht machst. Ja. Und das ist dann passiert. Da war auch sofort zweite Runde, der riesen Step-Up da hinten, ne? Als ich gesehen habe, dass du vor mir bist, habe ich die ganze Zeit nur gedacht, ey, jetzt volles Rohr. Egal was passiert und alles. Ey, ich bin den großen Table in der Zuschauertribüne. Den bin ich einmal bis hinten ins Fett geflogen. Weil ich dachte, ja, du bist einmal richtig weit geflogen. Hast du das gesehen? Ja. Alter, ein herber Einschlag das. Ja? Weil ich dachte, dass du da jetzt ein bisschen drüber gehst. Das war, aber war auch herbe hoch, als ich da eingeschlagen bin. Boah, das war richtig geil, ohne Scheiß. Wir haben einen perfekten Tag gehabt, wir haben super geiles Wetter gehabt. Wir haben Top-Streckenbedingungen gehabt, wir haben das mit den Wässern mega geil hingekriegt. Und jetzt noch der letzte Fight zwischen uns beiden, war der Hammer, ohne Scheiß. Aber ihr seht das ja in dem Video gleich. Das war okay, wir müssen noch ein bisschen am Style arbeiten, weil das sieht ja ein bisschen nach Kackstuhlhaltung aus beim Springen. Aber wir haben uns auch Sachen gegeben, nur weil wir uns gegenseitig kriegen wollten, die wir eigentlich gar nicht gesprungen werden. Das war geil, ohne Scheiß. Das war bis jetzt so das geilste Rennen vom Battle her. Ja, auf jeden Fall. Das war richtig cool. Wobei das Battle nur relativ kurz war, das war ja nur so 2-3 Runden. Ne? Ja, aber für mich war das Battle die ganze Zeit, weil ich gesehen habe. Ich habe immer gedacht, mach einen Fehler, bitte mach einen Fehler. Da hast du einen ganz kleinen Fehler gemacht, da habe ich gesehen, der hat dich Kraft gekostet, weil du mit dem Fuß dich auch kurz abstecken musst. Und dann bin ich hier die Passage zurück und dann oben. Ja. Ja, da muss ich, Vollgas. Da bin ich jeden Speedsprung bin ich eingeschlagen. So, hier haben wir den Influencer vom Motor X-Store. Der macht jetzt erstmal wieder eine Produktansage. Ah, jetzt kann er leider nichts verkaufen, weil noch nichts auf dem Grill drauf ist. Naja, wir grillen nicht, wir webern. Achso, Das Schmuckstück habe ich nämlich vom Schrottplatz geholt. So ist das bei den Reichen. Das leistet uns jetzt hohe Dienste. Ja, vom Schrottplatz. Für 500 Euro. Ihr müsst euch vorstellen, das ist das reiche Team. Das geile Pizza.de. Team hat nicht diese finanziellen Möglichkeiten. Er schläft zum Beispiel in diesem Mobile Home. Maybach Benz. Genau. Und ihr schlaft. Jetzt kommt das geile Pizza.de.
Übernachtungscamp. Ah, hier ist nochmal unser kleiner Hänger. Und da sind die 20 Euro Zelte aus Koko. Da schlafen wir. Und der Andres in einem voll ausgebauten Mercedes. Kennzeichen hat er natürlich auch gekauft, weil so kurze Zahlen kriegt man nicht umsonst. Eigentlich wollte er es nicht Moto X-Tor nennen, sondern Monaco Boys. Das ist hier meine Grillzentrale. Ja, immer alles Low Carpet. Also wir haben hier Champignons, wir haben hier Paprika und wir haben hier ordentlich Würstchen und Speck und Grillkäse. Ja, oh, was Feines. Und wir dürfen dann hinterher vom geilepizza.de-Team die Reste essen, die er nicht schafft. Hier ist der Fabi. Fabi ist jetzt von unserem Team. Wir dürfen diesen Weber-Grill mitbenutzen. Kann einer mal die Klappe aufmachen, bitte? Ihr dürft aber auch nur mitbenutzen, weil ihr quasi die Rohrputzer-Charge seid mit eurem Fleisch. Schon ein Stück? Ja. Wir haben das Fleisch nämlich noch selber überfahren heute auf dem Hinweg heute Nacht. Ja. Ich will mal die Klappe mal zumachen. Ja, was denkt man da was drauf? Andres gibt Anweisungen, wir müssen die Klappe von dem Grill zumachen. Hey, eure! Wir kennen uns mit solchen Sachen nicht aus. Normalerweise machen wir immer ein Feuer unter einem Einkaufswagen und grillen in dem Einkaufswagen. Das sind neue Welten für uns. Der kommt auf eine Scheiße, ey. Ja, in Dortmund gehört es das einfach gang und gäbe. Puh. So. Und wir kommen nochmal zu dem Reichtum des Motor X-Star-Teams. Normalerweise ist das so, du nimmst einen Helm beim Rennen, schwitzt, dann stellst du ihn irgendwo in den Wind, dass er trocknet. Aber nicht beim Moto X-Tor-Team. Beim Moto X-Tor-Team ist Geld eigentlich nur ein durchlaufender Posten. Deshalb wird für jeden Lauf wird ein Helm benutzt. Deshalb, das sind alles Wegwerfhelme. Die sind auch nicht so teuer für den Moto X-Tor. Zum Beispiel ein LS2. Ich tipp mal, was wird der kosten? Wie Andres sagen würde, ja genau. Wie Andres sagen würde, nichts. Also für uns ungefähr 200 Euro. Ne? Er ist auch der Einzige, der die Supreme-Kombi gekauft hat und hat die direkt weggeworfen danach, weil er geschwitzt hat darin. Er hat auch noch einen Hänger, riesengroß mit Werbung, wo unsere nicht drauf ist. Seht ihr diesen Hänger? Wenn ihr möchtet, dass die Werbung von uns auf seinem Hänger ist, dann schreibt das bitte unten in die Kommentare rein. Und guck mal, daran könnt ihr sehen, dass er alles wegwirft. Er hat alles in 400-facher Ausführung. Könnt ihr das sehen? Das sind die Handschuhe. Da hinten die Reifen. Ja. Ist natürlich alles Spaß hier bei uns immer, aber wir haben immer so einen gesunden Ehrgeiz, Andres und ich. Ich glaube, dass wir einfach viel zu viel quatschen in dem Video hier und ich glaube, das liegt auch an der Sonne. Weil wir haben gefühlte 30 Grad, ne mehr sogar, ich glaube wir haben mehr. Wir können ja mal schauen. Ich habe ein Thermometer im Auto. Hier. Ne, das ist nämlich eine geile Idee, weil wenn ihr den Helm vorher mit Silikon einsprüht, dann ist der Dreck, also wenn er sauber ist, müsst ihr mit Silikon ein bisschen einsprühen und dann könnt ihr den ganz easy reinigen. Guck mal hier, weil hier, der sieht so aus. Ich muss schon richtig kratzen hier. Siehst du, weil das richtig eingebacken ist. Und hier bei Andres ist alles, da kannst du so mit dem Zeber, kannst du das wegmachen. Oder ihr macht das so wie ich? Gar nicht. Und ihr macht das gar nicht? Einfach nach dem Rennen einladen und am nächsten Wochenende ausladen. Genau. Und wenn du genug Vibrationen auf der Strecke hast, ist der Dreck einfach wieder ab. Leute, was ich noch sagen wollte, wir sind nämlich nächste Woche, wir sind ja heute in Reil und nächste Woche, ja, wie viel ist das nächste Woche, das Rennen? Der 17.? 16.17. ist in Rade vorm Wald. Also die Leute, die aus Dortmund Umgebung kommen, das ist ein Katzensprung. Das ist glaube ich eine halbe Stunde oder 40 Minuten mit dem Auto. Ich packe aber unten auch nochmal den Link rein von der Strecke und da ist nächste Woche der ADAC MX Cup und wer Bock hat, soll vorbeikommen, soll mir vorher Bescheid sagen, eben noch in der Pizzeria, die Leute, die mich halt kennen da. Und dann kann ich gucken, dass ich halt noch so Bändchen organisiere, dass ihr halt keinen Eintritt bezahlt und
dann ja, euch einen geilen Tag machen können. Bierwagen sind da, Mr. Frosty ist da, Eis ist da, alles ist am Start. Ne? Guckt mal und checkt mal aus. Dann sag ich mal, bis später. Sexy motherfucker. Come here, baby. Schnelle Sprünge, relativ hinteren Teil der Strecke und zweiter Lauf. Habe mich eigentlich ganz gut gefühlt nach dem Start, habe versucht ein Tempo zu finden. Ja, und weil die Strecke immer kaputter wurde mit den Wellen, genau vor dem Sprung an der Kante hängen geblieben, quer gekommen, Lenker losgelassen, in der Luft zu gerudert und dann mit dem Daumen so auf den Boden aufgekommen, dass er einmal überstreckt ist und ihn jetzt gar nicht mehr bewegen kann. Ja. Durch den Adrenalin und so denkst du natürlich recht, aufstehen, zu Ende fahren. Wollte hochschalten, aber der Gang, die Gangschaltung noch weg unten der Hebel. Muss ich im zweiten Gang zu Ende fahren, das Rennen. Hat aber geklappt, bin auch nicht letzter geworden, auf Platz 25 beendet im zweiten Gang. Auch wenn ich dachte, mein Motor platzt hier auf der Karte. Aber mein Gott, da muss die Karre dann durch. Und ja, jetzt hoffe ich, dass er bis nächste Woche am Ende wieder fertig wird. Jetzt geht es gleich ins Uniklinikum. Dann röntgen die das und so, aber ich denke, das wird schon. Also, ja, gut. Also sehen wir dich nächste Woche in Rade vom Wald. Wie es aussieht, ja. Ja, korrekt. Hauptsache die Punkte heute mitgenommen, ne? Hauptsache die Punkte mitgenommen, genau, auch wenn du nur im zweiten Gang nach Hause gefahren bist. Hauptsache Punkte. Genau, Hauptsache Punkte. Ich wollte keinen Not-Finish. Das habe ich einmal gehabt, wo die Kette gerissen ist. Das will ich noch nicht noch mal ein zweites Mal. Ja, korrekt. Also sagst du, geiler Tag heute? Geiler Tag. Hat Spaß gemacht. Also ja, wirklich. Wunderbar. Aber weite Anreise immer hier, ne? Weite Anreise, ja. Ich hätte es aber schlimmer gedacht mit der Matsche. Also durch den ganzen Regen letzte Woche hätte ich gedacht, hier wäre richtig was los. Aber ging zwischendurch. Also die Strecke war eigentlich ganz gut. Hat mir Spaß gemacht. Ja, korrekt. Alles klar. Ja gut, dann machen wir uns auch auf dem Heimweg. Du auch? Nee. Wie weit musst du fahren? Drei Stunden. Okay. Ach scheiße. Ja, wir müssen auch dreieinhalb ungefähr. Ja. Ja. Ja, nächstes Mal in Rade vom Wald einschalten, ne? Ja, normal. Bis später. Hau rein. Jo, ciao.